in diesem Low-Fi-Modus ist es irgendwie schwer, den Fokus zu halten. Und es kommt mir so vor, als ob dann meine fiesen Dämonen mich noch mehr bedrängen. Können wir uns jetzt auf sie stürzen? Esmeralda, die Fotze, der Abfuckfisch. Boah, in meinem Kopf geht gerade so viel ab, was ich nicht sagen soll, warum ich das nicht sagen soll, was ihr jetzt denkt, was der denkt, wenn ich jetzt das. Also, es ist richtig krass. Jo, meine lieben Suchtis, meine lieben Booster. Das ist eine Lo-Fi-Folge. Lo-Fi, mein Leben besteht aus Lo-Fi und Hi-Fi, so nenne ich es. Man könnte sagen bipolar. Ich sage, es ist der ganz normale Wahnsinn und Gefühlsauf und Ab von einer suchtkranken Person. Ja, draußen wird's grau. In mir ist es richtig dunkelgrau irgendwie. Es ist gerade alles wieder irgendwie so schwer und so sinnlos und anstrengend. Ja, und genau, mein Equipment ist beim Kumpel von mir. Da müsste ich durch die ganze Stadt fahren. Irgendwie hatte ich dafür keine Motivation. Und ja, und weil ich ja auch versuchen will, so ehrlich und authentisch wie möglich zu sein, wollte ich mir jetzt halt nicht eine Folge abquälen, sondern wollte halt natürlich versuchen, so pur wie möglich zu sein. Das mache ich jetzt. Versuche es auf jeden Fall. Ja, also, ein Jahr und 5 Monate bin ich nüchtern. Das ist geil, das freut mich sehr und das ist natürlich Grund zum Feiern für uns alle. Für jeden, der es schafft, geschafft hat. Mir ist jetzt nicht so feiermäßig zumute. Einfach, ich weiß es nicht genau. Es ist einfach halt der Modus. Es ist einfach ein Kack-Modus. Ich versuche es Lo-Fi-Modus zu nennen, um Abstand dazu zu gewinnen, um mir zu sagen, es ist so, es ist so, es ist okay und es geht auch wieder vorbei. Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich könnte jetzt nicht sagen, ja, ich bin traurig deswegen, sondern ich könnte theoretisch sagen, ich bin traurig und abgefuckt wegen allem. Habe irgendwie nicht so richtig Energie und irgendwie mein Kopf drückt auch so sich selbst zusammen. Und ja, und in diesem Low-Fi-Modus ist es irgendwie schwer, den Fokus zu halten. Und es kommt mir ja so vor, als ob dann meine fiesen Dämonen mich noch mehr bedrängen. Genau, da gibt es ja den Suchtgollum natürlich, der immer am Start ist, der mir dann natürlich auch sagen will, ja, guck mal, es ist eh alles so schrecklich. Die Heizung geht nicht. Heute ist das Wasser abgestellt. In der Welt sind so viele schreckliche Sachen und ich komme irgendwie nicht so richtig voran und ach, theoretisch kann ich jetzt tausend doofe Sachen hervorholen. Aber ich will mich ja nicht darauf einlassen, weil das bringt ja alles nichts. Der Abfuckfisch ist am Start. Der will mir auch tausend Sachen erzählen, warum ich mich schämen muss, warum ich mich schuldig fühlen soll und wovor ich alles Angst haben soll. Und genau, dann gibt's noch unseren guten Freund, den Dämon, der Dämone. Was ist eigentlich dieses Singular? Ein Dämon. Dämon. Ein Dämon. Genau. Das ist immer, wenn in einer Situation plötzlich so ein krasses Gefühl auftaucht, wo ich denke, oh nein, jetzt denken die alle, dass ich so und so. Und das ist krass, weil es halt. Das macht einfach so wisch und auf einmal bin ich halt erfüllt so von Scham oder ich glaube, es ist Scham. Auf jeden Fall einem schlechten Gefühl und bin da so drin und bin dann so im Außen und ja, und Gott sei Dank ist halt meine Methode dazu, Abstand zu gewinnen und zu sagen, also das ist Schwachsinn, das ist mein Kopf, das ist der Dämon, den ich jetzt nenne, die Denki. Der will mir irgendeinen Quatsch erzählen, weil die Wahrheit ist ja, erstens,
keine Ahnung, was die Leute denken. Zweitens, wir denken ja alle sehr viel Scheiß den ganzen Tag. Und nur weil wir das denken, heißt es ja nicht, dass wir auch der gleichen Meinung sind oder so. Also, wenn ich zum Beispiel auf der Straße bin und irgendwas denke wie, boah, sie ist der hässlich oder so, dann denke ich ja danach, hey, wie kann ich bloß sowas denken? Also, das ist ja so schrecklich und abwertend und wo kommt das denn her und so weiter. Das heißt, obwohl ich gerade sowas denke, muss ich mich ja nicht mit diesen Gedanken identifizieren. Und ich entschuldige mich dann auch immer bei der Person, also in mir drin. Und ich entschuldige mich auch beim Universum und bei mir selbst, dass ich solche fiesen Gedanken habe, weil ich möchte das nicht mehr. Ich möchte niemanden abwerten, auch mich selbst nicht. Und genau. Also, die Denke hier ist auch hart am Start. Und dann gibt es noch Esmeralda, die Fotze. Das ist der Dämon, der mir quasi erzählen will, dass ich hässlich bin, dick und dass ich bloß hier, keine Ahnung, kein Zucker essen soll und bla bla bla. Da sage ich, nein, 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 da lasse ich mich gar nicht drauf ein. Und die vier, die sind jetzt die ganze Zeit so, ist sie jetzt Lo-Fi? Können wir uns jetzt auf sie stürzen? Und durch diese Schlabberigkeit oder Motivationslosigkeit oder so, ja, will, sagen wir mal, der Abfuckfisch dann immer sagen, ja, warum? Du hast doch alles, warum bist du jetzt so? Und mach mal so und macht einfach so viel Druck. Und ich weiß, das ist das Falsche, sondern denn Selbstliebe ist ja die Base. Soll die Base sein. Und ich will ja auf meine guten Ratschläge selber hören. Und natürlich auch auf die guten Ratschläge von anderen Menschen. Und deswegen ist meine Aufgabe jetzt im Lo-Fi-Modus einfach zu sagen, es ist okay, es ist jetzt so und alles ist gut. Nimm dir deine Zeit, mach ganz langsam, mach einfach so, wie es geht und nicht immer sich selbst so fertig machen. Ne, das ist ja auch dann schon wieder Perfektionismus und das ist Selbstabwertung und das ist Druck aufbauen und irgendeinem Bild entsprechen wollen, das halt, ne, wieder im Außen liegt und sich von sich selbst entfernen. Und das ist ja, da soll es ja nicht lang gehen, es soll ja nach innen gehen und es soll ja ein liebevoller Umgang mit sich selbst, mit den eigenen Gefühlen sein und ein authentisches Miteinander auch mit der Außenwelt. Und so ist das jetzt diese Art und Weise, wie ich versuche, das zu kommunizieren an euch und auch nach innen. Ich mache alles ganz langsam und irgendwann ist es wieder vorbei. Ey, und es kann auch in 2 Stunden schon wieder vorbei sein. Also die letzte Woche war jetzt ein bisschen schwer und manchmal sehr, sehr tief stimmungsmäßig und so, aber es gab dann auch wieder richtig coole Momente und so weiter. Also deswegen. Und ich versuche mir auch nicht zu sagen, ja, heute ist ein schlechter Tag, weil das ist ja quasi auch wieder eine Manifestation von der ganze Tag ist jetzt so. Und während ich jetzt hier das erzähle, geht es mir auch gerade schon wieder ein bisschen besser, ehrlich gesagt. Ja. Und da gab es noch eine Geschichte, die ich erzählen wollte, wo die Denki gesagt hat, nein, da musst du dich schämen, weil sonst denken die das und das. Und da habe ich gedacht, ja, dann ist das wahrscheinlich genau der richtige. Dann ist es wahrscheinlich gut, diese Geschichte zu erzählen. Ja, also ich merke schon, es wird gerade unangenehm. Und vielleicht denkt ihr dann so, sagt mir die Denki, was ist daran unangenehm? Oder sie sagt so, voll die komische Geschichte. Also ich habe tausend Ideen, was ihr dann Schlechtes über mich denken könnt. So, aber ich will ja raus aus der Schamecke, ich will raus aus der Schuldhölle und aus diesem Angstgefängnis und deswegen raus, öffnen, ehrlich sein. So.
Und wahrscheinlich denkt ihr so, was ist jetzt keine große Sache, ist egal. Also, los, aus! Also, am Wochenende gab es eine Veranstaltung, ein Rap-Konzert, wo ich einer der Support-Acts war, von einem ganz großartigen und sehr politisch aktiven Künstler aus Kamerun, französischsprachig. Boah, in meinem Kopf geht gerade so viel ab, was ich nicht sagen soll, warum ich das nicht sagen soll, was ihr jetzt denkt, was der denkt, wenn ich jetzt das... Also es ist richtig krass. Los! Los! So, das Ding ist, wir haben uns 10 Jahre nicht gesehen. Ich wollte unbedingt, wenn ich auf ihn treffe, wollte ich einfach, dass er fühlt, dass ich ihn erkenne, dass ich ihn respektiere, ihn und seine Kunst und so weiter. Das war mir einfach wichtig. Mir ist das generell einfach wichtig. Also ich habe keinen Bock auf dieses ganze Konkurrenzdings, sondern ich stehe halt drauf, dass die Künstler sich gegenseitig supporten und so mache ich das auch eigentlich immer. Und meistens bin ich auch immer direkt vorne an der Bühne und feiere irgendwie alles mit und gucke mir alles an und so weiter. Genau, auf jeden Fall, das war mein Plan. Und habe mir extra vorher noch ein bisschen Zeugs von ihm angeguckt, um ihn auf jeden Fall zu erkennen. So, und dann komme ich halt zum Soundcheck dahin und da kommt jemand auf mich zu und ich denke so, hä, ist er das? Und ich habe mich nicht so richtig getraut zu fragen, weil ich will nicht sagen, bist du der? So, weil ich wollte ja zeigen, dass ich weiß, wer er ist. So, und dann haben wir halt so gesprochen und da hat er auch irgendwie sowas gesagt wie, ja, damals haben wir uns schon gesehen und ich so, okay, irgendwie sieht er jetzt ganz anders aus, aber okay, der, alles klar, gut. Ich habe ihn jetzt nicht gleich erkannt, aber er hat es nicht gemerkt, ist ja cool. Genau, haben wir uns ein bisschen unterhalten, Fotos gemacht. Und dann ungefähr 1,5 Stunden später kommt ein anderer Typ und ich so, und dann war ich so ein bisschen verwirrt und dann habe ich gesagt, aber also wie heißt du? Und dann hat er halt seinen Namen gesagt und dann war das halt der Künstler, von dem ich jetzt gerade rede. Und ich so, oh nein. Und das heißt, es ist halt genau das passiert, was ich denn nicht wollte. Ich wollte gerne, dass wenn er kommt, ich ihn gleich erkenne und er das auch fühlt und ich halt nochmal Bezug darauf nehmen kann und so weiter. Nee, jetzt habe ich quasi genau den nach seinem Namen gefragt, weil ich ihn verwechselt hatte. Und da kam so eine krasse Scham auf und auch so ein, oh, ich habe das falsch gemacht und was weiß ich und so. Und ich wollte ihm das jetzt aber nicht nochmal so erklären mit dem Verwechseln, weil ich dachte, das ist auch vielleicht auch unangenehm für, es ist einfach nicht cool. Oh, und dann bin ich so stecken geblieben da drin in diesem Gefühl und in diesem falsch gemacht und was weiß ich. Und jetzt habe ich es nicht geschafft, ihm diesen Respekt zu geben und so weiter. Und dann habe ich irgendwie gedacht, wie kann ich diese Scheiße wieder ausgleichen? Ja, und ich dachte, okay, dann muss ich auf jeden Fall, wenn sein Slot dran ist, auf jeden Fall so richtig am Start sein und so weiter. Und so habe ich das dann auch gemacht. Also, als er dann anfing, stand ich ganz vorne an der Bühne und wollte halt, dass er sieht, hier, ich bin da und ich supporte dich und ich respektiere dich und deine Kunst und ich bin am Start und so weiter. Und das Ding ist aber, dass ich war, und ich weiß nicht genau warum, vielleicht wegen dem Lo-Fi-Modus, vielleicht noch wegen 1000 anderen Sachen und weil ich auch unzufrieden mit mir selbst war, was ich auch nicht sein will. Also es war einfach irgendwie als emotional ein bisschen anstrengend, obwohl auch voll viele liebe Leute von mir da waren und so weiter. Andere Sache, auf jeden Fall habe ich mich da vorne so unwohl gefühlt. Also ich hatte plötzlich voll die krassen Rückenschmerzen. Und dann kamen dann die Leute, die dann natürlich noch gefeiert haben und Leute, die gefilmt haben, die haben mich irgendwie so krass bedrängt. Vielleicht haben die mich gar nicht berührt, aber das war einfach so ein krasses Gefühl von Bedrängung. Und ich war so, also plötzlich schnürte sich mein Hals so zu und ich stehe da und fokussiere ihn irgendwie und habe die ganze Zeit nur so schlechte Gedanken und Gedanken, was er jetzt Schlechtes von mir denkt. Und dann kam auch wieder diese, wie wertlos ich bin und keine Ahnung. Und ich stand einfach in so einem schrecklichen Zustand da und habe versucht, noch irgendwie zu der Mucke so ein bisschen mich zu bewegen, was fast gar nicht geklappt hat und so. Und es war einfach richtig schrecklich. Zwischendurch musste ich heulen. Oh mein Gott, jetzt sage ich das wirklich. Aber gut, hat natürlich keiner gesehen, weil alle, wir sind ja abgelenkt von der Show und so. Und boah, das war einfach richtig
krass. Und ich habe natürlich immer die ganze Zeit gedacht, wann ist die Show endlich vorbei, wann ist die Show endlich vorbei. Bis dann irgendwie mein Kumpel kam und mich da weggeholt hat und meinte, Alter, jetzt lass uns einfach gehen, du musst doch jetzt nicht hier stehen. Er hat das irgendwie, glaube ich, gecheckt einfach, dass es mir schlecht ging. Und genau, aber ich glaube, 35 Minuten oder so habe ich das auf jeden Fall durchgezogen und dann waren wir im Backstage und haben dann irgendwie noch so Technik eingepackt und so. Und dann war ich so richtig fertig und dachte nur so, ja, warum bin ich jetzt fertig und warum habe ich das nicht geschafft und und dann dachte ich irgendwann, Selbstliebe, Selbstliebe. Und dann habe ich gesagt, okay, stimmt, also gut, vielleicht bin ich im Arsch, vielleicht war das alles ein bisschen aufregend, vielleicht muss ich mich nur ausruhen, vielleicht ist das Wetter scheiße, keine Ahnung. Also, komm, ausruhen, einfach nach Hause, geh einfach nach Hause. Und genau, habe ich die Sachen gepackt und dann bin ich nochmal draußen rumgelatscht und da waren natürlich noch Leute von mir und da habe ich mich draußen nochmal hingesetzt und dann habe ich mich langsam so ein bisschen beruhigt und bin runtergekommen und hab mich entspannt, irgendwie gingen die Rückenschmerzen dann auch weg und dann hatte ich eigentlich noch einen ganz netten Abend und dann haben wir auch noch gedanced und so, also irgendwie hat sich der Modus dann verändert und ich denke, der Modus hat sich verändert wegen diesem einen Turning Point, nämlich plötzlich Selbstliebe in den Moment zu legen. Danke an meinen guten Kumpel. Ich versuche hier nicht so viele Namen zu droppen, um Privatsphären zu respektieren. Vielleicht ist es auch Schwachsinn, keine Ahnung, ich mache es jetzt so. Auf jeden Fall war dieser Modus, in dem ich da stand, ganz, ganz schrecklich. Und der kam durch diese komischen Mechanismen. Die machen, du bist schuldig, du musst deine Pflicht erfüllen, du musst geben, du musst aushalten, du musst dich anstrengen, du darfst nicht zeigen, du darfst nicht schwach sein. Hol dir jetzt dein Jansen-Shirt, dein Jansen-Merch auf jansen.de, jansen.de. Also, das war so eine Wucht an inneren Kräften, die gemacht haben, dass ich an einem Ort war, wo ich mich ganz unwohl gefühlt habe, mit Schmerzen und mit schlechten Gedanken und da die ganze Zeit ausgehalten habe und die ganze Zeit gewartet. Das war Kacke und das hat mich dann natürlich sehr traurig gemacht, weil ich dann dachte, hä, alles in dem Moment war eigentlich alles weg, was ich versuche mir jeden Tag anzutrainieren und zu mir selber zu erarbeiten. Also einfach diese Selbstliebe, diese Fürsorge, diese Ruhe, diese Geduld, diese Nachsicht, diese ja auch diese bedingungslose Liebe und diese Rücksicht auch, Rücksicht auf meine Gefühle und Rücksicht auf meine Grenzen und so weiter. Und das war dann halt irgendwie alles futsch und das hat mich dann nochmal geklatscht, weil ich ja eh gerade nicht so widerstandsfähig war. Ich dachte, ich entwickle mich überhaupt nicht weiter. Ich krieg das nie hin. Warum bin ich denn dann nüchtern? Und es ging dann immer weiter und so. Aber ja, hin und her, auf und ab. Und trotzdem war es dann nochmal ein guter, trotzdem am Ende nochmal ein ganz schöner Abend. Und naja, und so eine Dinger passieren halt irgendwie ständig. Und das ist natürlich anstrengend, ja, weil das sind immer so emotionale, innere, wie nennt man diese Zwingen oder diese komischen Klammern, diese krasses, wie so ein Quetschwerkzeug, was mich quetscht. Fehler erkannt und Fehler hoffentlich stückweise in der Zukunft gebannt. Also, das war's schon einst. Die große Jansen, die Schlaue, sagte, Selbstliebe ist die Base, Mann. Ja, und dann sehe ich halt den Wald vor lauter Bäumen nicht und vor Anstrengung, alles richtig zu machen, ist dann irgendwie plötzlich alles wieder komisch. So, ich habe es jetzt erzählt. Es soll ja helfen, keine komischen Geheimnisse zu haben oder sich nicht zu verstecken. So, nun hoffe ich, dass die Denki nicht recht hat und die alle komische Sachen von mir denkt. Ja, ich hoffe für euch, dass ihr aus meinen Fehlern lernt
und aus euren eigenen natürlich auch. Und auch Fehlertoleranz ist natürlich wichtig. Genau. Und jetzt, ja, also eigentlich, je beschissener ich mich fühle, desto mehr muss ich einfach mein Ding weiter durchziehen. Dankbarkeit, dann ganz sanft und liebevoll einfach alles Schritt für Schritt machen. Und all die Selbstabwertung und Druck und Schuld und Charme und den ganzen Scheiß, Suchtgollum, die Denki, Esmeralda, die Fotze und den Abfuckfisch labern lassen und ihnen sagen, haltet eure Fressen, ich bin gut so wie ich bin und ich gebe mir echt viel Mühe. Okay, Selbstliebe ist die Base, eure Jansen. Suchtloch, 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 Suchtloch,